herzliches Grüß Gott. Ich möchte heute ganz stark auf die Zwiebel eingehen, als Hausmittelanwendungen für diese tollen Viren, die rundherum unterwegs sind und wir brauchen sie nicht. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Caroline Postelmeier. Wir schauen uns heute so Hilfsmittel, Hausmittel für die Erkältungszeit an. Erkältung braucht man nicht, das Wort braucht man ja gar nicht mehr. Ich möchte unbedingt diese Zwiebel hervorheben. Also die habe ich jetzt also von einem Biobauern mir geholt, ganz eine tolle. Alle, die spüren, ich will gar nicht haben, dass ich es spüren, stellen Sie eine Zwiebeln zur Dekoration auf. Die Zwiebeln ziehen die Viren aus der Luft. Die Zwiebel, die nehme ich als Notfall, wenn ich wirklich nichts anderes bei der Hand habe, also meine einfachen Hausmittelanwendungen, die ich jetzt Ihnen dann eh zeige. Wenn gar nichts anderes da ist, dann tue ich mir eine Zwiebel in ein bisschen Butterschmalz anbraten, tue es auf eine Küchenrolle legen, tue es zum Hals. Oder auch am Brustkorb, wenn es schon wirklich weiterführt. Aber die Zwiebel macht alles. Außerdem hat die Zwiebel drin Quercetin. Also wer sich da ein bisschen beschäftigt mit solchen Stoffen, die wir eigentlich brauchen. Und Allicin natürlich sowieso. Aber das sind Schwefelverbindungen, die senken den Blutdruck. Ich finde unsere Natur so cool. Wir haben alles. Wir haben wirklich alles. Wir müssen es nicht besser nützen. Natürlich, wenn Sie jetzt so Zwiebeln haben, die was so, naja, die von den Geschäften, die was so nichts mehr zum Sehen ist von irgendwo, dass das, ja, es ist halt leider so. Schauen Sie, dass gescheite Zwiebeln kann. Tun die halten auch lang daheim. Gut, Zwiebeln soll wirklich einmal in jedem Haushalt sein, zur Notfall und natürlich jeden Tag zum Essen. Gut, das ist jetzt einmal das Erste, was wir so ein bisschen den Blutdruck gemacht haben. Natürlich brauche ich was Bitteres für den Blutdruck, das ist klar. Zucker wird mir immer alles durcheinander bringen. Zucker tut mir jede Entzündung anfeuern. Das ist unnötig. Wir müssen lernen, darauf verzichten. Wer dann immer das Problem hat, meine einfachste Hilfe, die haben inzwischen eh schon alle daheim. Das sind bittere Kräuter. Und jedes Mal, wenn es ein Guster haben auf was Süßes, nehmen Sie eine Messerspitze auf die Zunge, lassen Sie ein bisschen einziehen und trinken dann Wasser nach. Und wenn Sie es 10-mal am Tag tun, es ist nur von Vorteil, Sie machen den Körperschleim dünner. Und so viele Leute jammern, dass sie so verschleimt sind. Unmengen Leute jammern, weil sie so verschleimt sind. Helfen Sie ihnen doch mit Bitterpulver. Das ist ganz was Günstiges. Da kann man ein halbes Jahr aus, kostet 13,90. Also was wollen Sie denn? Billiger geht's eh nicht mehr. Aber tun Sie was. Es ist so wichtig, den Körperschleim dünnflüssiger zu machen. Ganz was Wichtiges. Außerdem vergeht Ihnen der Gust auf was Süßes. Und das ist nur mehr Geschichte. Übrigens, ich habe jetzt ganz viele Vorträge in der nächsten Zeit. Also ich bin in Burgenland, ich bin in der Steiermark, ich bin in Niederösterreich, ich bin in Oberösterreich. Die nächsten 3-4 Wochen ganz, ganz viele Vorträge. Schauen Sie auf der Homepage nach und wenn Sie mir schreiben, schicke ich Ihnen die Termine. Gut, also das jetzt noch dazu. Eben wegen dem Blutdruck und vor allem auch wegen der Erkältung. Und auf die kommen wir jetzt. Wir kämpfen gegen die Viren. Besser gesagt, wir brauchen es nicht. Und deshalb, meine ganz raffinierte Geschichte ist, wenn ich spüre, ich habe mich heute überfordert, ich habe ein bisschen Halsweh, ich spüre, die Füße werden kalt, dann mache ich mir ein Bad. Und zwar, da haben wir die Kräuter dazu. Das sind so Erkältungskräuter, die tue ich vermalen. Und da mache ich ein Basenbad draus. Das heißt, aus dem nehme ich mal so für die Badewanne 2 Esslöffel voll. Und falls nur die Füße kalt sind, nehme ich mal 1 Esslöffel in das Fußbad. Das tut mir die Viren lösen. Da sind die ganzen Sommerblüten drinnen, die mir einfach da jetzt helfen,
die Viren zu lösen. Außerdem ist es ein Basenbad und natürlich ist mein Natursalz drin. Das habe ich Ihnen schon öfter in die Beiträge erklärt, dass ich ganz sicher nichts mit einem weißen Salz mache. Ein weißes ist Gift. Das muss uns schon langsam klar sein. So, also Basenbad ist etwas ganz was Schönes. Ist auch ein tolles Geschenk übrigens. Haben wir ja bei unseren Ausstellungen natürlich auch dabei. In begrenzter Menge natürlich. Ich kann nicht alles kann ich nicht abdecken. Das geht nicht. Sie müssen es selber sammeln. Ich hoffe, Sie haben es selber gesammelt, dass Sie noch eins gemacht haben schon. Okay, dann mal weiter. Also wenn die Füße jetzt kalt sind, die kriege ich jetzt einmal warm. Oder ich mache es als Erkältungsbad. Das nächste ist, ich brauche einen Wickel um den Hals. Das heißt, ich tue mir einen atemfreien Balsam, also einen richtigen Finger voll zum Hals und ein altes Geschirrtuch drüber und so gehe ich ins Bett. Das löst die Viren, die eigentlich jetzt mich krank machen würden, über die Nacht, in der Früh röstet man Schleim ab und erledigt es. Also ich möchte nicht krank werden. Ich möchte nicht in der schönen Zeit im Bett liegen müssen. Also der Atemfrei ist auch für Kinder gedacht. Unter 3 Jahren kann man es ein bisschen anders anwenden. Da kann ich Ihnen dann nicht telefonisch sagen, wenn Sie mich anrufen, wie es geht. So, das heißt, wenn Sie jetzt wirklich verkühlt sind, schon wirklich tusten, schon in der Lunge sitzt, auf Deutsch gesagt, dann tun Sie das natürlich auch am Brustkorb auflegen und das funktioniert ganz gut, dass ihm dieses ganze Zeugs löst. Wichtig ist an der Stelle immer, dass Sie einen Hustentee trinken. Also die Hustentee-Kräuter habe ich Ihnen ja übers Jahr gezeigt, wie Sie es alle sammeln könnten. Wer es nicht gesammelt hat, er heißt jetzt Winterkräutertee, der sogenannte Hustentee, hat 20 Kräuter drinnen, die ihm wieder Viren töten sind. Also wenn ich spüre, dass es mich fröstelt, ist natürlich das Fußbad und der Tee ganz ein wichtiger Teil. Ich muss Verantwortung übernehmen, wenn mir der Körper sagt, er kriegt ein Problem. Dann setzen wir ein. Wenn es wirklich schon so ein trockener Reißzwurschen ist, dann kann man mit einem Spitzwegerich soft arbeiten. Spitzwegerich hat ein natürliches Antibiotikum drin, der legt sich wie eine Schutzschicht über die Schleimhäute. Und somit ist dieser trockene Husten endlich einmal beseitigt. Funktioniert ganz gut, nimmt man aber nur kleine Teelöffel Weiß oder nur weniger, aber oft. Also eine Flasche kommen so 2 Jahre aus. Also wenig nehmen, es hilft ja auch wenig. Ich muss nicht jetzt da, weil es gut schmeckt, da gleich 2 Esslöffel nehmen. Ist nicht notwendig, es hilft nicht mehr. Wir können an der Stelle wirklich verantwortlich umgehen. Was ich an der Stelle nur dabei habe, ist, viele Leute haben Schnupfen, das ist oft so das Erste, ein Tropfen Latschenkieferöl zum Nasen. Dieses Öl, das habe ich in der Handtasche. Ich bin sehr viel mit doch halbwegs kranken Leuten unterwegs, weil einfach, ja, auf jeden Eck trifft man wen und fragt, ja, was will ich was. Ja, ich habe das in der Handtasche, sobald ich mit wem unterwegs war, der da jetzt neben mir genießt hat, kommen ein paar Tropfen zur Nasen. Und wenn ich jetzt wirklich einen Schnupfen habe, schon gröber kommt oder hat, dann macht man das Dampfbad. Das heißt, der Topf mit heißem Wasser, 2 Tropfen vom Latschenkieferöl rein. 2 Tropfen reichen, Handtuch über den Kopf und erledigt. Tun Sie inhalieren, es löst Sie, Sie werden gesund. Das sind lauter so kurze Anwendungssachen, die Sie alles nicht machen brauchen, wenn Sie unbedingt gerne in den Krankenstand gehen. Dann brauchen Sie gar nichts davon tun, weil dann gehen Sie in den Krankenstand. Dann haben Sie aber eh keine Verantwortung übernommen. Okay, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall, dass Sie mit Verantwortung gesund bleiben. Und es ist schön, gesund bleiben. Wir werden uns einmal das Thema gesund alt werden anschauen in den nächsten Sendungen. Aber heute geht es ja mal dabei nicht mehr aus. Jetzt habe ich, glaube ich, noch irgendwo eine schöne Stelle für Sie. Und zwar aus dem 2. Timotheus 1,7. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht, sondern die Kraft der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Doch, ich denke, das trifft das Thema genau heute. Ich wünsche alles Gute.